Hallo ihr Wind und herzlich willkommen zu den wildesten Nachrichten auf YouTube. Los geht's! Intro! Gibt es bald wieder Wunderschöner auf unserem Planeten? Anfang 2014 entdeckten russische Jäger ein mysteriöses Kadaver. Anfangs war nicht klar, um welchen sensationellen Fund es sich hierbei handelte. Der Kadaver war noch zur Hälfte erhalten. Am Kopf konnte man zwei kleine Hörner erkennen. Ohren, Augen und Teile der Beine konnte man auch noch wiedererkennen. Doch um was handelte es sich? Und dann war die Sensation groß. Denn bei dem Fund handelte es sich um ein 45.000 Jahre altes Wollnashorn-Baby. Es schlummerte 45.000 Jahre im Permafrostboden. Nur durch den Klimawandel kam es zum Vorschein. Ein internationales Team aus Forschern gab dem Kadaver einen Namen: Sascha. In England ist nun eine Isotopenanalyse an den Haaren von Sascha geplant. Darüber hinaus könnte eine DNA-Analyse zeigen, ob es sich bei Sascha um ein Mädchen oder ein Junges handelt. Nun stellen sich sicher ein paar Leute die Frage, wäre es rein theoretisch möglich, mit den Überresten von Sascha die Wollnashörner wieder zum Leben zu erwecken? Laut Professor Dr. Uwe Kierdorf soll das wohl eines Tages möglich sein. Oh mein Gott, stellt euch das jetzt mal vor. Wir könnten Wollnashörner wieder zum Leben erwecken. Doch wenn wir uns dem Gedanken hingeben, dass wir eines Tages ausgestorbene Tiere zum Leben erwecken, dann müssen wir auch überlegen, ob das vielleicht ethisch korrekt ist. Nehmen wir das Beispiel vom Wollnashorn. Der Lebensraum des Wollnashorns existiert nicht mehr. Die Lebensumstände sind bei weitem nicht mehr die gleichen. Also wäre es richtig, dieses ausgestorbene Tier wieder zum Leben zu erwecken? Was denkt ihr? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und wenn wir schon beim Klimawandel sind, gehen wir gleich zur Antarktis. Ja, ihr kennt das Szenario, es wird immer wärmer, das Eis schmilzt und aus Eis wird Wasser. Und das Wasser muss irgendwo hin und wo geht's hin? Ins Meer. Und dann kommen wir zu dem großen Problem, der Meeresspiegel steigt immer weiter. Das finden sicher Leute, die an den Küsten leben, sicher nicht so witzig. Doch wir wären keine Menschen, hätten wir nicht schon lange eine Lösung parat. Tja, da hatten ein paar Forscher eine super coole, geile und mega ultra übertrieben Idee. Warum pumpen wir das Wasser nicht einfach zurück auf den Kontinent? Easy, Problem gelöst. Wir machen einfach das Wasser zurück auf die Antarktis und dann friert sie da und gut ist. Doch leider gibt es ein ganz kleines kleines Problem, das fast nicht erwähnungswertig ist, aber es handelt sich schon um ein Problem. Und zwar würde das Wasser natürlich gefrieren. Doch durch das Gewicht würde sich das Eis vermehrt Richtung Küste bewegen. Dort würde es wieder ins Meer fließen und würde wieder halt zu Wasser werden. Und das Ganze würde wieder von vorne anfangen. Also Problem irgendwie doch nicht so ganz viel groß gelöst. Dazu meinen die Forscher nur, okay, das Eis geht halt wieder zurück, aber wir können es ja immer wieder zurückpumpen. Und dann wäre es so ein Kreislauf. Wasser, Eis, Eis, Wasser, Wasser, Eis, Eis, Wasser. Und so weiter und so fort. Und nun kommt die große Frage, wie würden wir das machen? Naja, um das Wasser mindestens ein Jahrtausend zu speichern, müsste man es 700 Kilometer ins Landesinnere pumpen. Aber wie würde man die ganze Energie auftreiben? Naja, man bräuchte Minimum 850.000 Windräder. Die würden genug Energie erzeugen, um das ganze Verfahren auch zu realisieren. Ihr versteht? 850.000 Windräder? Naja, nicht, dass die Antarktis danach wegfliegt. Das wollen wir doch nicht, oder? Was haltet ihr von dieser sensationalen, coolen Idee mit dem ganz kleinen winzigen Problem, dass es nur ein Kreislauf wäre und alles wieder von vorne anfangen wäre und es irgendwie doch keine Lösung für immer wäre? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zu einem sehr dunklen und düsteren Thema. Die Bauern fürchten sie. Kälber werden tot gefunden, mit ausgerissenen Augen, Därme übers Feld verstreut. Wir reden hier von Killerraben.
In Nordbrandenburg finden mysteriöse Angriffe auf Kälber und Kühe statt. Das behaupten zumindest die Bauern. Raben sollen es sein. Sie attackieren ganze Kuhherden auf den Feldern. Sogar 4 Kälber sollen schon an den Verletzungen gestorben sein. Der Verhaltensforscher Dieter Wallschläger hält dagegen und sagt, dass die Raben nicht in der Lage wären, lebende Kälber oder lebende Kühe anzugreifen. Ein Bauer behauptet dagegen, dass er Kälber mit ausgepickten Augen gefunden hätte. Und sogar Schlimmeres. Die Raben sollen die Därme rausgezogen haben. Nun wird die ganze mysteriöse Geschichte untersucht. Tatsache ist, dass es wirklich tote Kälber auf den Feldern gab. Ob nun die Raben dafür verantwortlich sind oder nicht, das wird sich zeigen. Und falls es natürlich neue Nachrichten über dieses Thema mit den Raben gibt, diese kleinen, großen Kühen frissen, dann werde ich es natürlich hier bei White News erfahren. Nein, jetzt Spaß beiseite, das ist ein ernstes Thema und ich will natürlich wissen, wie es weitergeht. Aber für heute war es das und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr natürlich den großen, starken, wilden Daumen hier lassen. Und wenn ihr richtig wilde seid, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren, ne? Also Abo hier lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Woche und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.